In Schwabhausen, genauer gesagt bei RP Automobile, stand am 20. Februar hoher Besuch an. Denn der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hatte sich angekündigt. Bei einer kleinen Führung durch die Verkaufsräume des Autohauses erklärt der Geschäftsführer Michael Putzke alles ganz genau. Denn es gibt wirklich eine Menge über das junge Unternehmen zu erzählen, das erst 1999 gegründet wurde. Mittlerweile beschäftigt Herr Putzke rund 33 Mitarbeiter auf ca. 10.000 Quadratmetern und das Unternehmen wächst weiter. Nicht zuletzt dank solch innovativer Ideen wie einer Tankstelle für Elektroautos. Dass dies ein einzigartiges Projekt im Landkreis Gotha ist, beweist ja schon die Anwesenheit des Thüringer Wirtschaftsministers Tiefensee zur Einweihung der Elektrotankstelle. Aber jetzt mal ernsthaft, wie bekommt man denn die Energiewende, von der alle Welt redet, eigentlich hin? Wir werden die Energiewende und die Einführung der Elektromobilität nur stemmen, wenn einerseits der Staat tief in die Tasche greift und zum anderen auch private Investoren bereit sind zu investieren. Und wenn ich Herrn Putzke neben mir stehen habe, der nicht nur mit 20 Jahren hier angefangen hat mit einem kleinen Unternehmen und mittlerweile sich prächtig entwickelt hat, wenn ich einen solchen Investor sehe, der 150.000 Euro auf den Tisch legt und besonders die Kunden, die auf der Autobahn fahren, potenzielle Autokäufer auch sind, versucht hierher zu locken, für den gesamten Bereich Ohrdruf mal ein Pilotprojekt in Gang gesetzt hat. Wenn wir solche Leute nicht hätten, dann kann man stundenlang und tagelang über Elektromobilität schwadronieren. Es wird nicht vorangehen. Deshalb bin ich sehr dankbar und deshalb auch hier, dass ich jemanden vorstellen kann, der einfach ganz innovativ sagt, ich mache und ich rede nicht nur. Geredet wurde an diesem Tag zugegebenermaßen schon sehr viel. Aber auch nur, weil vorher eine Menge gemacht wurde. Wir finden, eine saubere Zukunft ist unsere Verpflichtung und hoffen, dass mehr Leute dem Beispiel von Michael Putzke folgen und die Energiewende vorantreiben.